Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Wir hören es hier oft genug, wenn wir starke Schmerzen in der Brust bekommen, dann sollten wir möglichst schnell zum Arzt gehen. Es könnte sich um einen Herzinfarkt handeln. Alles muss sehr schnell gehen. Aber dann kommen die Fragen, wie muss sich denn eigentlich der Schmerz in der Brust wirklich anfühlen, damit er auch gefährlich ist? Und was passiert eigentlich danach? Wie geht es dann weiter? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Professor Dr. Jochen Müller-Emsen. Er ist Chefarzt der Kardiologie am Asklepios Klinikum Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor. Guten Tag. Schmerzen in der Brust müssen kein Herzinfarkt sein. Aber was kann es denn sein, wenn es nicht das Herz ist? Also natürlich können Brustschmerzen von allen Organen ausgehen, die sich in der Brust befinden. Wir haben hier so eine kleine Puppe, an der man das vielleicht demonstrieren kann. Da ist natürlich zentral das Herz. Und immer natürlich muss man, wenn man Brustschmerzen, starke Brustschmerzen hat, auch an das Herz denken und an den Herzinfarkt denken. Aber es befindet sich die Lunge in der Brust, das heißt Entzündungen der Lunge. Eine Lungenembolie könnten Brustschmerzen verursachen. Es sind große Adern. Die Schlagader ist in der Brust, sodass auch dort, wenn es dort zu Verletzungen kommt, das kann, die auch spontan auftreten können, das kann zu Brustschmerzen führen. Und dann natürlich, und das ist sicherlich auch sehr häufig, das Muskelsystem und Skelettsystem, der Brustkorb, ausgehend von der Wirbelsäule, das kann letztendlich auch zu Schmerzen führen, die als Brustschmerzen empfunden werden und die man dann natürlich als Arzt, aber als erstes dann als Patient oder Betroffener versuchen muss zu unterscheiden, wo kommen die Schmerzen eigentlich her. Ja, genau. Also manchmal stellt sich ja am Ende raus, dass es eine harmlose Zerrung vielleicht gewesen ist oder ein verschobener Wirbel, der dann nach vorne ausstrahlt, und dann schämt man sich regelrecht, damit zum Arzt gegangen zu sein. Aber richtig ist es dennoch, oder? Es ist richtig, zum Arzt zu gehen. Es ist immer richtig, wenn Beschwerden da sind, die relevant sind, die einen beeinträchtigen, zum Arzt zu gehen. Und die Kunst ist es nun, vielleicht etwas zu unterscheiden, muss ich jetzt einen Notarzt rufen, weil es eine bedrohliche Situation ist, oder reicht es, wenn ich mir in den nächsten Tagen einen Termin von meinem Hausarzt geben lasse? Ja, wie stelle ich das denn fest? Also wichtig, ein wichtiger Faktor ist natürlich das Ausmaß der Beschwerden. Mhm. Wenn es so ist, dass man wirklich unmittelbar schwer getroffen ist von den Beschwerden, das ist immer ein Alarmsignal, und da darf man nicht warten, da muss man letztendlich sicherlich den Notarzt anrufen. Wenn es aber so ist, dass man ein kleineres Zwicken hat und das ist dann auch schneller wieder weg, oder man kann eindeutig zuordnen, zum Beispiel Beschwerden, die beim Schlucken auftreten. Da könnte man zum Beispiel daraus kann man ableiten, dass irgendwie die Speiseröhre oder der Magen betroffen ist. Wenn es Beschwerden sind, die ganz bewegungsabhängig sind, daraus könnte man ableiten, dass es von der Wirbelsäule herkommt oder vom Bewegungsapparat herkommt. Das sind dann zunächst einmal nicht Dinge, die einen sehr beunruhigen müssen, sondern wo man sich etwas Zeit mitlassen kann. Auch zum Beispiel, wenn die Beschwerden atemabhängig sind, wenn es also so ist, dass man so beim tiefen Einatmen, wenn es dann etwas anfängt zu zwicken, aber wenn man so ein bisschen sich ruhig verhält, das nicht da ist, das kann ein ruhiger, einen Termin sich suchen lassen beim Hausarzt. Aber alles das, was sehr stark und sehr plötzlich kommt, wenn es ein Reißen ist, wenn es ein schwerer Druck ist auf der Brust, wenn man dabei kaltschweißig wird, wenn man dabei eine innere Unruhe verspürt und letztendlich alles, was einen tief verunsichert, das sind Dinge, wo man den Notarzt rufen sollte. Müssen diese typischen Herzinfarkt-Schmerzen auf der linken Seite sein? Das ist nicht der Fall. Also die typischen Beschwerden, wenn es nun ein Herzinfarkt ist, dann ist das typischerweise nicht so ein stechender Schmerz, sondern meistens ein dumpfer Schmerz, ein Druckgefühl auf der Brust. Manche Patienten beschreiben es so, als ob sie einen Schraubstock auf der Brust haben. Und das ist mitunter den ganzen Brustkorb betreffend. Links etwas orientiert, häufig, aber nicht typisch, kann auch rechts sein. Kann auch sein, dass es zwischen den Schulternblättern im Rücken dieses Drücken empfunden wird. Kann ausstrahlen in den Arm, in den linken, manchmal auch in den rechten, kann ausstrahlen in den linken Unterkiefer. Also schon sehr vielfältig, was auch wieder zeigt, dass man eher vorsichtig sein sollte und eher im Zweifel für den Notarzt sich entscheiden sollte. Aber was typisch ist, ist, dass es eben ein eher dumpfer Schmerz ist, dass er eben nicht bewegungsabhängig ist, dass er eben nicht weggeht, wenn ich mal dreimal tief Luft hole. Das sind die typischen Zeichen. Wie oft kommt es vor, dass es zu einem sogenannten stummen Infarkt kommt, wo man eigentlich überhaupt keine Anzeichen hat?
Es gibt auch die stummen Herzinfarkte, das ist richtig, die zum Glück nicht so sehr häufig sind. Ja. Und die ganz stumm meistens auch nicht verlaufen. Es ist meistens schon so, dass sie ein Unwohlsein, so ein inneres, da stimmt was nicht, Gefühl hervorrufen. Mitunter ist aber eben dieses Schmerzereignis nicht so ausgeprägt, sodass dann auch durchaus dann leider von den Menschen, die das erleiden, das dann letztendlich irgendwie verschleppt wird und man doch sagt, ich lege mich erst mal ins Bett und warte mal bis zum nächsten Tag und dann gehe ich erst zum Arzt. Und also man bleibt natürlich als Mensch und Patient da ein bisschen auf sich allein gestellt, ja, wann man die Entscheidung trifft. Und da kann man eigentlich nur raten, im Zweifel, wenn es sich irgendwie ungewöhnlich, wirklich ungewöhnlich anfühlt, Dinge, die man nicht kennt, so habe ich es noch nie gehabt, dann muss man den Notarzt rufen. Ja, ich habe mal gelesen, dass die Beschwerden bei Frauen anders sind als bei Männern. Stimmt das eigentlich noch? Ja, das stimmt. Es ist schon so, dass Frauen häufiger etwas untypische Beschwerden haben. Was sind untypische Beschwerden? Bisher noch nicht genannt waren so, dass man auch so durchaus diesen Druckschmerz auch im Oberbauch empfinden kann, das mit Übelkeit vergesellschaftet ist. Das gibt es schon häufiger bei Frauen, wobei der typische Herzinfarkt bei den Frauen auch sehr häufig auftritt, sodass also dieser Anteil von Menschen, die untypische Symptome haben, der ist vielleicht bei Frauen ein bisschen häufiger, um mal eine Zahl zu nennen, vielleicht bei 15% im Vergleich zu 10% bei den Männern. Also es ist so, dass es untypische Symptome gibt, die sind bei den Frauen häufiger. Was auch stimmt, ist, dass wir Ärzte, da gibt es gute Untersuchungen dazu, dass wir Ärzte bei Frauen nicht so häufig an Herzinfarkte denken, weil Frauen einfach weniger häufig betroffen sind. Ah ja. Das ist also auch eine Aufgabe für die Medizin, da wachsam zu sein. Ja, und für die Frauen auch nochmal ganz besonders wahrscheinlich. Absolut. Nun sind Sie da derjenige, der uns dabei hilft, einen Herzinfarkt zu überwinden. Sie behandeln ihn ja. Vorweg erklären Sie uns doch bitte noch einmal, was ein Herzinfarkt eigentlich ist. Also ein Herzinfarkt. Infarkt heißt immer, es geht Gewebe zugrunde, weil es nicht mehr ausreichend durchblutet ist. Also auch ein Hirn, das gibt es als Hirninfarkt, das gibt es als Herzinfarkt, das kann in jedem Organ letztendlich entstehen. Aber das Herz ist natürlich Herz und Hirn, das sind die beiden wichtigen, wo auch kleine Läsionen schon zu großen Schäden führen können. Heißt also am Herzen, ein Blutgefäß ist verstopft. Es ist vollkommen verschlossen, sodass die Region, die von dem Blutgefäß versorgt wird, nicht mehr leben kann. Und damit kommt es zum Absterben und zu einer Narbe an dieser Stelle. Und damit entsteht in der Summe dann eine Herzschwäche, weil der Herzmuskel an Muskelmasse verliert. Und damit ist das, wird das Pumpen des Herzens eingeschränkt, was man dann später auch als Symptome spürt. Das ist der Infarkt, also ein Gefäßverschluss, ein vollständiger Gefäßverschluss, sodass Herzmuskelgewebe abstirbt. Ja, und ein Gift, das verschließt sich dann durch ein Gerinnsel womöglich, durch ein Blutgerinnsel? Es sind Blutgerinnsel. Mhm. Es ist so, die Basis für den Gefäßverschluss sind Veränderungen an der Gefäßwand, die normalerweise ganz schön glatt ist, wie bei einem Gartenschlauch, ist alles schön frei. Und wenn sich jetzt, um das Beispiel weiter zu verwenden, wenn sich jetzt dort Kalkablagerungen in diesem Gartenschlauch bilden, wenn sich da Schmutz anlagert, dann wird das Gefäß, der Gartenschlauch wird dann immer enger und es geht schwerer, dass Blut oder dann im Bild Wasser hindurchkommt. Was bei dem Infarkt dann passiert, das ist anders als bei dem Gartenschlauch, ist, dass es dann häufig zu Einrissen in diesen Ablagerungen kommt. Das ist also dann in bestimmten Stresssituationen, kommt es zu einem Aufreißen von so einer Ablagerung und dann werden Blutplättchen aktiviert und dann macht es einmal Klock und dann ist das Gefäß verschlossen und das macht dann das akute Ereignis und den akuten Infarkt. Ja, und wenn man den nicht behandelt, schlimmster Fall ist doch der Tod, oder? Schlimmster Fall ist der Tod. In der Tat ist es so weiterhin, dass 10-20% der Herzinfarkte tödlich verlaufen. Das sind nicht die Infarkte, zum Glück für uns ein bisschen als Mediziner, das sind nicht 10-20% der Herzinfarkte, die ins Krankenhaus kommen, sondern
So, wer lebend ins Krankenhaus kommt, der hat gute Aussichten, das Infarktereignis zu überleben. Aber oftmals ist eben ein Herzinfarkt auch mit einem plötzlichen Herzversagen vergesellschaftet. Und das sind dann Fälle, wo Menschen irgendwie beim Spazierengehen tot umfallen, plötzlich irgendwo zusammenbrechen und nicht mehr wiederbelebt werden können. Also es gibt immer noch eine hohe Sterblichkeit an Herzinfarkt. Denken wir positiv, denken wir daran, ich bin Ihr Patient, der Herzinfarkt ist diagnostiziert, ich komme zu Ihnen. Wie können Sie mir helfen? Also wichtig, ein wichtiger Faktor bei dieser ganzen Geschichte ist die Zeit. Der Infarkt heißt, das Gefäß ist zu, in dem Moment fängt der Herzmuskel an abzusterben. Das heißt, Ziel muss es sein, möglichst schnell das Infarktgefäß wieder zu eröffnen, möglichst schnell den Blutfluss wiederherzustellen. Dazu gehört von Anfang an, Sie müssen schnell den Notarzt rufen. Der Notarzt muss schnell die richtige Entscheidung treffen, meistens am EKG schon zu erkennen, dass ein Herzinfarkt vorliegt. Der Notarzt muss in eine Klinik fahren, in der es ein Herzkatheterlabor gibt, das rund um die Uhr betrieben wird, und muss Sie letztendlich direkt dort in diesem Herzkatheterlabor abliefern oder umgekehrt. Das Krankenhaus muss so organisiert sein, dass Sie direkt in das Herzkatheterlabor hindurchgebracht werden und dann kommen, wenn nicht schon im Hause, werktags kommen, am Wochenende, dann parallel, während Sie in das Katheterlabor kommen, schon die Ärzte und die Krankenschwestern, um Sie dann zu behandeln. Und dann kommt die Behandlung, und die Behandlung heißt eine Herzkatheteruntersuchung mit dem Ziel, das verschlossene Herzkranzgefäß zu finden und wieder aufzudehnen. Und wie geht das? Ich habe hier ein bisschen Anschauungsmaterial mitgebracht. Und das erste vielleicht, das ist der berühmte Katheter, von dem das Herzkatheter seinen Namen hat. Das ist ein Beispiel, die gibt es hier in verschiedenen Vorbiegungen, damit man am Herzen dann auch die Eingänge in die Herzkranzgefäße findet. Man macht heutzutage die meisten Herzkatheteruntersuchungen über das Handgelenk. Noch vor einigen Jahren hat man das meistens über die Leiste gemacht, wobei man gefunden hat, man kann es hier ebenso gut, viel komfortabler für die Patienten machen und mit weniger Komplikationen. Von hier geht es also entlang der Arterie zum Herzen hin, und dann muss man hier hinten durchdrehen und schieben, würde man dann vorne sozusagen die Öffnung dieses Herzkatheters in die Eingangsöffnung des Herzkranzgefäßes legen. Wird hier hinten Kontrastmittel hineinspritzen, was man dann unter einer Röntgendurchleuchtung sieht, wie es die Herzkranzgefäße entlangläuft, und dann kann man sehen, wenn das Kontrastmittel einen plötzlichen Stopp hat, dass hier das Herzkranzgefäß verschlossen ist. So, damit wäre die Diagnose definitiv gestellt des Herzinfarktes. Hier ist das verschlossene Herzkranzgefäß. Dann muss man über diesen Katheter, würde man einen sehr zarten Draht einführen, was ich hier einmal demonstrieren möchte. Ich hoffe, dass es so gelingt. So, der muss hier hinein, ist vorne schon etwas verbogen, sodass wir es vielleicht jetzt gar nicht so hinkriegen. Jetzt warte mal. Also der ist so ein bisschen verbogen, sodass wir ihn einfach mal lassen, wie er ist. Also wir stellen uns vor, dieser läuft hier innen in dem Katheter und würde dann aus dem Katheter vorne herauskommen. Eine Unterlage, eine helle. Mein Hemd. Kommt also vorne heraus, und dann kann man mit diesem dünnen Draht den Weg in das Herzkranzgefäß hineinsuchen, und der würde also dann in das verschlossene Herzkranzgefäß hineingelegt werden. Dann kommt auf den Draht hinten heraufgeschoben ein Ballon, mit dem man das zunächst mal aufdehnen kann, wieder die verengte Stelle, dass schon mal wieder Blut fließt über den Gefäßverschluss. Nach dem Ballon kommt ein Stent. Das ist hier ein solches Beispiel. Man schiebt also über den liegenden Draht, schiebt man den Stent nach vorne. Vielleicht darf ich das nochmal so auf meinem Hemd als Unterlage zeigen. Da kann man nun also auf den Draht schieben, den Stent, der dem Weg in das Herzkranzgefäß hinein folgt und den man dann an die richtige Stelle, an die verengte Stelle im Herzkranzgefäß platzieren muss. Das kann man alles unter Durchleuchtung sehen. Und im Anschluss daran würde man den Stent aufblasen. Dazu, das lasse ich einmal hier, dazu braucht man dann hier ein solches Gerät, das ist ein Manometer. Damit kann man Druck
auf den Ballon geben, auf den Ballon, der unter dem Stent liegt, und damit wird der Stent in das Gefäß hineingedrückt. Ich demonstriere Ihnen das mal, muss mal das hier etwas herausholen. So, das ist also der Stent, wie er zusammengefaltet ist. Darunter ist ein Ballon. Jetzt öffne ich den Ballon und dann sieht man, wie der Stent nach außen gedrückt wird, und er wird so in die Gefäßwand hineingedrückt und hält die Gefäßwand dann offen. In dem Moment ist das Gefäß natürlich verschlossen durch den Ballon, durch den Stent. Dann wird der Ballon wieder abgelassen und der Stent bleibt in der Gefäßwand drin. Ich kann das mal hier so runterziehen. Man würde das Ganze natürlich wieder aus dem Herzkranzgefäß herausziehen. Ja. Und der Stent bleibt dann aufgedrückt in der Engstelle, in dem Gefäß, verbleibt der Stent zurück. Und dann kann das Kontrastmittel in unserer Untersuchung, aber das Blut das dann im eigentlichen Leben, kann das Blut wieder in den Herzmuskel hineinfließen. Der Herzmuskel ist wieder mit Blut versorgt. Und das Problem, das zu dem Herzinfarkt geführt hat, ist behoben. Bleibt der Stent dann im Körper drin für alle Ewigkeit? Der Stent bleibt für alle Ewigkeit. Der wächst ein in die Gefäßwand. Und mitunter, es gibt in der Tat Patienten, die sehr viele solcher Stents in ihren Herzkranzgefäßen angesammelt haben. Also das lässt sich fast unendlich fortsetzen, muss man sagen, dass man die Gefäßwand mit solchen Gefäßstützen auskleidet. Also kann ich mir das laienhaft so vorstellen, dass man wirklich Stent an Stent setzen könnte in betroffenen Gefäßen? In der Tat. Auch wenn gerade, wenn die Gefäße sehr langstreckig betroffen sind, dann ist es in der Tat so, dass man selbst in der ersten Intervention möglicherweise schon mehrere Stents verbrauchen muss, um das gut auszukleiden, das Gefäß. Ist denn das realistisch, dass man sagt, naja, also jetzt ist der Stent drin, das Gefäß ist wieder offen, jetzt ist die Gefahr vorbei und alles ist eigentlich wie vorher, nur dass ich ein bisschen mehr Metall im Herzen habe? Oder schließt sich daran noch eine Behandlung an? Also die Akutgefahr ist erstmal behoben. Mit Stent, mit Blutfluss im Gefäß ist das Wichtigste für die Nacht, sage ich jetzt einmal, getan. Dann muss aber natürlich eine bestimmte Medikation noch dazukommen. Zum Beispiel braucht man Blutplättchenhemmer. Für den Infarkt, aber auch für den Stent, denn jetzt ist ja Fremdmaterial in dem Herzkranzgefäß und Fremdmaterial wird vom Blut erkannt und wird als angriffswürdig erkannt, sodass man dort eben sich auch tatsächlich die Blutplättchen wieder ansammeln würden, wenn man das nicht unterbinden würde durch Medikamente. Also sehr wichtig, im ersten Jahr nach Herzinfarkt müssen 2 Medikamente eingenommen werden, die Blutplättchen hemmen, damit die Stents auch gut offen bleiben. Und dann gibt es aber weitere Therapien noch, um Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankungen zu behandeln. Das ist eine chronische Krankheit. Man hat das akute Problem behoben mit dem Stent, aber die Veränderungen an den Herz-Kranz-Gefäßen sind chronisch. Sie gehen auch in der Regel weiter und das muss aufgehalten werden. Dazu gibt es Cholesterinsenker, dazu muss man den Blutdruck gut einstellen, damit muss man, man muss Blutzucker gut einstellen, man muss Sport treiben, Ernährung möglicherweise umstellen, all diese Dinge, die man auch so kennt gemeinhin als das, was man dann tun muss, um Herzinfarkte zu verhindern. Aber Medikamente plus Lebensführung. Vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen und auf YouTube. Werden Sie gesund.